PEGI 18. Servus, Grüezi und moin moin. Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Resident Evil. Wir haben Pflanzen getötet, Bienen getötet und damit alles getötet, quasi was auf der Erde wichtig ist. Jetzt machen wir oder hören wir nicht damit auf, sondern machen gleich weiter mit dem großen Gedöns. Falls das denn funktioniert, das ist halt die andere Frage. Gespeichert haben wir, bevor wir hier runtergekommen sind. Jetzt gehen wir wieder rauf zur großen Pflanze und gucken mal, ob wir diesen Vaujolt. Ich bin eigentlich immer. Ich drehe die Buchstaben immer um, ne? J-Volt. Ist doch irgendwie ein bisschen logischer als wie V-Jolt. Sollte vielleicht einfach ein bisschen triggern, aber egal. Ja. Versuchen damit die Pflanze zu töten, die große, die in dem Raum ist, hinter dem. Hinter dem Bücherregal. Da wo wir die nackte Frau gesehen haben. So. Danke übrigens für die Leute, die abgestimmt haben. Es ist tatsächlich Anno geworden. Und ich glaube, warte mal. Ja. Eigentlich ist ja heute dann schon eine Folge laufen. Also heute war ja Anno, ne? So, vielen Dank dafür nochmal fürs Abstimmen. Es ist ein bisschen kompliziert, weil wenn man voraufnimmt, ne, ist man halt viele Tage weit hinten und man muss irgendwie so quatschen, als wie wenn es der gleiche Tag wäre. Aber wir machen ja kein Geheimnis draus. Wir machen ja kein Geheimnis draus. So, dann gehen wir zurück zum Pflänzchen. Da, wo wir in der Folge 20 draufgegangen sind. Aber sowas von. Bin ich denn hier jetzt? Im Bad, Alter. Schwierig. Bei der Tür rauszugehen, ne? Ganz schwierig. So. 02, wir müssen hier rein. Einmal rüber. Die Zwischensequenzen mit den Türen, die sind schon relativ lästig, ne? Teilweise. Aber was willst du machen? So ist das halt. Hier durch 003 gehen wir durch. Hinten raus, durch die nächste Tür. Bis wir dann beim großen Pflänzchen sind. Das Vaujolt, das haben wir mit. Oder Vaujolt. Obwohl wir es eigentlich gar nicht mehr brauchen, so wie es ausgesehen hatte. Ist aber egal, weil vielleicht brauchen wir es doch noch. Eigentlich, ne, wir brauchen es eigentlich, glaube ich, nicht mehr. Oh. Was geht ab? Was geht down? Leute. Da geht's rund. So wie es aussieht, da haben wir die erwischt, ne? Aber es Jay. Ne. Vaujolt. What the hell is this thing? Der kommt immer zur rechten Zeit, ne? Jill! Der kommt auch immer zur rechten Zeit. Ekelhaft. I thought it was finished. Yeah. That was close. Thanks again. Don't mention it. But what was that?
What the hell's going on in this place? Tja, das frage ich mich auch immer wieder. Aber tatsächlich liegt hier was im... Ach, Schlüssel. Hausschlüssel mitnehmen. Warte mal. Schlüsselmeister haben wir gekriegt. Das dürfte der letzte sein, wa? Prüfen. Ein Helm ist darin eingraviert. Oh, 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 oh. Ich ahne Böses, dass wir jetzt wieder retour müssen. Zum anderen Haus. Ah, oh, müssen wir wieder durch den Garten laufen. Boah. Aber kommen wir eigentlich dahin wegen den Schlangen auch? Weil die waren ja, die sind ja da von der Decke runtergebrutzelt, ne? Diese Schlänkchen. Was ist denn hier oben noch? Kannst du einmal Pflanzenrundgang machen, oder wie? Oder was? Sieht ganz so aus, ne? Ja, schön ist hier, ne? Schön, schön. Die Treppen runterläuft. So, wo ist jetzt hier? Da ist er. Barry. Barry. Something about that mansion still. Du heißt doch nicht Jerry. I think I'll stay here a little longer. Heute bist wieder da, Barry. We'll split up again and investigate. All right. Alright. Okay, dann raus hier. Müssen wir speichern? Dann ist wieder die Frage. Könnte man meinen, ne? Vielleicht sollten wir vielleicht das Inventar noch mal ein bisschen umswitchen. Und mal was mit mehr Pumps mitnehmen. Wesker. What? Jill. Jill. So you're safe. That's what I was going to say. I apologize. Tut mir leid. It's all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Barry, he sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Ah, ist schon hübsch, ne? Chill. Chill doch mal. Ihh, was war denn das jetzt hier? Kleine Eiterbeulen am Boden hier. Grauenhaft. Können wir nicht hier jetzt durchgehen? Weil die Pflanze ja tot ist. Cool. Ha. Nice. Okay. Ja, dann, wie viele Räume bleiben uns denn drüben noch übrig, wenn wir hier, wenn wir dies, das, ne, Schlüssel und so. Moment, Residenz können wir hier wechseln, Innenhof können wir wechseln, Villa, hier. Ba-ba-ba-ba. Wo bleibt denn da jetzt noch? Da ist nicht mehr, doch, hier oben, ne? Hier. Hier. Und hier. Alter. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, ne? Wir sind ungefähr bei der Hälfte. Bei der Hälfte. Wir haben jetzt schon Folge 20. Und da frage ich mich wirklich wieder, wie das sein kann, dass das Spiel mit 3 Stunden betitelt wird. Wie? Wie soll man das in 3 Stunden machen, Alter? Das ist ja unmöglich. Residenz. Da sind noch rote Pflanzen. Hier, ne? Hier ist die rote Pflanze. Da haben wir blaue Pflanzen noch. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir spielen ja nicht auf einer Hardcore-Stufe, Gott sei Dank. Sonst haben wir ja alles abgecheckt, ne? Also hier ist mal alles, alles sauber. Jetzt müssen wir nur noch wieder rüberlaufen. Ah, Mann, ey. Gar keine Lust.
Soll ich, warte mal. Soll ich... 6 Schuss ist eigentlich das Maximum, ne? Was war... Ich nehme noch mal Schrotflintenmunition mit. Ist das alles, was wir haben? 7 Schuss? 7 Schuss, mehr nicht. Holy shit. Das ist ja gar nichts. Wir nehmen noch mit einen Treibstoffkanister und das Feuerzeug. Falls jetzt auf dem Weg was kommt. Im Falle des Falles sind wir drauf vorbereitet. Und ich nehme nicht die gemischten Kräuter mit, sondern Erste-Hilfe-Spray, weil da haben wir eh recht viele. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Kombinieren. 15 Schuss können wir mitnehmen. Das sind 10. Haben wir so wenig? Haben wir wirklich so wenig Munition? I can't handle it no more. Das war Englisch. Und Englisch kann ich gut. Sieht man ja, ne? Englische Spiele bin ich hier wieder komplett am Arsch. So. Ja, dann laufen wir mal rüber. Schauen wir mal. Hallo? Einmal raus. Ach ja, durch den Garten brauchen wir gar nicht. Wir müssen eigentlich nur durch den Innenhof. Da, wo die Schlangen waren hier, ne? Oh. Das lebt noch, das Alpha-Team? I hear you, Brad. Over. Stars Alpha Team. Bravo Team. Doesn't matter. Respond. I repeat, this is Brad. Brad? Brad. This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Jill to Brad. Can you hear me? Brad. 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 Shit. It's broken. Shit, sagt die. Ach, chill, komm schon. Solche schlimmen Wörter in den Mund nehmen. Shit, sagt sie. Shit. Ist das das Tor? Müssen wir hier? Müssen wir? Ja, müssen wir. Okay. Genau, wir müssen ja auch noch den Strom einschalten. Wir müssen auch so viel erledigen, Alter. Das ist ja... Ha! Hund! Was war denn das jetzt? Was, ein Headshot, Alter? Die hat den komplett auseinandergenommen. Einmal. Puff. Tot. Alter, chill, was ist los mit dir? Was ist denn los mit dir? Junge, Junge, Junge. Die hat ja voll ein... Die hat voll durchgedreht. Die hat Aim. Ja. Die hat Aim. Ich nicht. Boah, also Zitronenwasser, ne? Boah. Ha! Schlangen. Ha! Ha! Alter. Als ob. Komm schon. Ist das euer Scheiß ernst, Mann? Ich bin jetzt schon im Arsch. Vergiftet. Das auch noch. Ich dreh durch. Ich dreh am Rad. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist gar nicht gut. Da brauchen wir ein blaues und ein grünes Kraut. Aber
Das haben wir jetzt nicht dabei, ne? Scheiße. Ich hoffe, wir verrecken nicht, weil sonst muss ich hier... Warte mal, wir machen mal hier Spray verwenden. Und hier nehmen wir nochmal ein Spray mit. Ja. Und die Battery nehmen wir mit. Ja. Und das machen wir auch gleich. Achso, wir haben ja schon nachgeladen, stimmt. Okay, wir sind nur noch vergiftet. Alles in Ordnung. Das Blut wird dicker. Ne? Die Atemwege schwellen an. Alles schön. Aber wenn wir hier... Kommen wir hier irgendwie... Kommen wir denn hier rein? Kommen wir hier eigentlich direkt zum Safe Room? Guck mal! Kommen wir sogar. Oh nee. Ach, der kann durch Türen gehen. Einfach ohne Ladezeiten, oder wie? Holy Scheiße. Ausrüst den. Ha, oh, falsche Tür. Ich habe Angst. Was war das denn? Oh, da ist auch noch einer. Scheiße, leck mich doch im Arsch. Boah. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Da kommen die sicher nicht rein. Die kleinen. Oh, scheiße. Der Safe Room mit den... mit den Arzneimitteln war hinten. Oh je, das ist schlecht, weil bis wir hier rüberkommen, ist ja Vorweihnachtszeit wieder. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen rüberlaufen, nee, warte mal, hier. Wir haben eins Entgiftungsscheiß haben wir dabei. Eins Entgiftungsscheiß. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Schrotflintenmunition. Danke, Mann. Verwenden. Das hat uns den Arsch gerettet wieder mal. Lecco mio. Müssen wir wieder nachfüllen. Es tut mir leid. Moment. Bisschen Zitronenwasser wieder. Für den Basenhaushalt. So, sollen wir gleich speichern eigentlich? Eigentlich wäre es schon sinnvoll, ne, wenn wir das machen würden. Wenn wir das machen würden. Wie viel haben wir denn jetzt noch übrig? 4 und wir haben nicht mal die, ja, wir haben jetzt die Hälfte vom Spiel, ne? Es ist ja wieder eine Voraussetzung. Alter Vater, ey. Direkt mal richtig reingeschissen. So, Speichern beendet. Wir haben Folge 21. Nee, Folge 22. Und haben 21 Mal gespeichert. Das ist eigentlich ein guter Schnitt. So, ich hoffe, die Arschköpfe sind nicht draußen wieder. Obwohl, naja, man kann ja davon ausgehen, dass sie wirklich draußen sind, ne? Alter. Da krieg ich eine... Wir kriegen ein Volk für... Der heißt Jäger, Jäger. Was ist denn das wieder? Jäger, Jäger. Okay. Wo war denn die Tür? Die war hier drüben.
Ja. Wir haben gespeichert. Ist alles, alles in Ordnung. Solange diese Kackviecher nicht wiederkommen. Das waren jetzt zwei, ne? Eine ist ja immer noch am Eingang. Oh Gott, ey, wie viel kommen da noch denn von den Scheißdingen? Helmschlüssel verwendet. Sehr gut. Rein hier. Alter, das war ein harter Schluck. Kennt ihr das? Wenn ihr hart schluckt? Aha. Was, wie, was? Was soll mir das sagen? Was soll ich machen? Ich kann in den Raum nicht einsehen. Sollen wir hier das Ding einfach rüberschieben? Geht das denn? Ich nehm's mal mit rein. Aha. Na, siehste. Das war doch ja gar nicht so blöd, das mit reinzunehmen. Ha. Und jetzt? Aha. Ich verstehe. Was haben wir denn hier? Ein Schalter. Da ist auch noch eine Frau. Da ist ein Schalter. Drücken, ja. Geh rauf. Aha. Ich verstehe. Oh. Hä? Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Da müssen wir ja super fast sein. Da muss die ja sprinten, die Jill. Und wenn die dauernd in die falsche Richtung läuft. Okay, das sollten wir hinkriegen eigentlich. Nee, aber verkackt. Oh nee. Dieses scheiß Wechseln, ne? Oh, das war doof, vielleicht. Aha. Wir hätten vorher nur noch einmal schieben brauchen. Was haben wir denn hier Schönes? Ha? Da war ein Loch im Boden. Batteriepack. Nehmen wir mit. Vor ihren Füßen ist ein Loch. Sie können nicht weiter hineinsehen. Hinabsteigen? Ja klar. Was glaubst du denn? Was haben wir hier? Letztes Buch, Band 1, mitnehmen. Eagle of South, Wolf North. Achso, okay. November 1967. Ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle, ich war überall. Das Labor mit den großen Glasfässern voller Formaldehyd. Formaldehyd? Erklärung ist ein Einbalsamierungsmittel, das man von Ameisengift, von den roten Ameisen gewinnt. Kleiner Informationsanstoß wieder. Und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Zuerst wollte ich meinen Augen nicht trauen, aber der vertraute, hochhackige Schuh im Korridor, es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinn. Jessica? Warum Jessica? Da fallen mir 100 Namen ein, aber Jessica? Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie lebt. Ach so, die Jessica, ja klar, ist ja die Freundin. 30. November 1967. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war wie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hatte es besser wissen sollen. 31. November 1967.
Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse. Aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz an. Ich musste es genauer sehen. Ein Grab und tief in den Stein gemeißelt mein Name. George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica, Lisa, verzeih mir. Durch meinen Ehrgeiz wurdet ihr in diese verdammte Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir, möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. George Trevor, beenden. Ein Name ist in den kleinen Grabstein eingraviert. George Trevor. Schön, da ist ein Schalter. Drücken. Klar. George, wir kommen dich besuchen. Mach mal Bier kalt. Wir machen für heute Schluss. Folge ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Ich habe gerade gesehen, wir haben 26 Minuten. Außerdem habe ich Angst vor der Spinne hier. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, ne? Und auf Wiedersehen.